Die Botschafterin ist da drin. Wir müssen da irgendwie rein. Ja, und damit heim willkommen zu einem so leicht am Motor vorbei. Vielleicht könnte uns dieser Computer helfen. Video auf diesem Kanal. Heute spiele ich mal wieder ein bisschen Lego The Incredibles. Ihr kennt mich. Lust ist nicht wirklich vorhanden. Spiel ich's? Ja. Spiel ich's freiwillig? Ja. Hab ich Lust? Nee. Ja, ich weiß auch nicht, was das gebracht hat. Ich will nur meinen Frust laut machen. Lecker schmecker. Das Ding nehme ich doch gerne. Uff, belastend. Nein. Alter. Es kackt mich schon wieder so an. Mann. Wenigstens habe ich das bekommen. Ist ja auch schon mal was. So, gut, dann müssen wir mal weiter gucken, weil das war scheinbar nicht die richtige Lösung. Skandalös, wie das doch ist. Dafür brauche ich Gewalt. So, Computer. Wow, was wird jetzt passieren? Achtet, das wird jetzt ganz gefährlich. Echt toll, ne? Hallo? Achso. Nein, ach Mist, jetzt habe ich verklickt. Scheiße, ihr wisst, was ich ja machen wollte, ist jetzt ja auch relativ egal, ne? Gut gemacht, Electrix. Jetzt müssten wir drumherum springen können. Ja, langsam habe ich diesen Superhelden-Dreh raus. Nein, hast du nicht. Glaube ich. Es ist jetzt so, wie es ist. Naja, ich will mich nicht beschweren. Ich spiele das Ganze ja freiwillig. Auf freiwilliger Basis hier. Netter Auftritt. Schade nur, dass er umsonst war. Die gehören alle hier. Nee, nee, ich war doch weiter, fällt mir gerade auf. Ich war doch noch ein Level weiter. Ich kontrolliere sie. Sogar die Botschafterin. Das ist ein komisches Gefühl, die Guten zu bekämpfen. Die sind gerade nicht gut. Und eigentlich helfen wir ihnen sogar. Warum möchte ich gackern wie ein Huhn? Weil sich niemand für dein Leben interessiert. Wo ich nur so am Rande erwähnt haben. Wisst ihr? Muss ja auch mal. So. Hoch mit dir. Du nettes Stück Hacke. Oh, das ist Elastigirl. Ja. Ja. Das hast du mir jetzt gedacht. B. Ich bin wieder da, Jungs. Packen wir's an. Nicht auf die Bildschirme gucken. Oh. Electrix, schalte jetzt die Bildschirme ab. So. Ich weiß gar nicht, ob sein Superangriff Dufte ist. Ich hoffe es einfach mal. Ja, seiner ist Dufte. Besser als der von, Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Na, ist mir auch relativ egal. Die ich nicht leiden kann. So. Los geht's. Ist das heftig? Wie es aussieht, müssen wir die Bildschirme in die Terminals bringen. Aha. Dann soll er mir doch mehr erzählen. Dem Kerl mal eine mit. In die Richtung will er nicht. Wir müssen was anderes ausprobieren. Eine Katze. Netter Versuch, nicht wahr? Ja. Der kriegt er wieder Furcht, seht ihr? Na also, so müsste es funktionieren. Das funktioniert niemals so. Na, ihr werdet's wissen. Ihr werdet mich niemals richtig los. Ha! Einer weniger.
weniger. Jetzt den da oben? Oh, nimm mir doch bitte das Leben. Wäre es halt nicht, das wäre halt so cool, wenn die Security Dudes einfach weggehen würden, ne? Einfach mal weggehen. Würde niemanden schaden, wäre für uns sogar dufte. Kannst du ihn naja. Von da oben einschalten? Ey, hör mal, mich zu schlagen, keiner interessiert es für dich. B. Es ist noch lange nicht vorbei, Elastiger. So ist's gut. Gleich haben wir es geschafft. Noch ein Bildschirm und dieser Stoß müsste direkt ins Cockpit laufen. Ja, ich weiß, ich muss das Ding da oben treffen. Es interessiert mich nicht. Okay, es interessiert mich nicht. Die Bodyguards sind blöd und greifen mich nicht an. Nimm das, du Fernsehputzi! Es ist noch lange nicht vorbei. Elastigirl. Elastigirl heißt sie. Was ein Kackname. Genauso kacke wie die Figur an sich. Jungs sind Idioten und Superhelden sind doof. Guten Morgen. Er sieht mich einmal in diesem Anzug und beschließt dann so zu tun, als würde er mich nicht kennen. Naja, wenn er dich wirklich gesehen hat, dann ist es am besten, wenn er es vergisst. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Erinnerungen Dicker in all den Jahren auslöschen musste als... Es war Dicker! Du hast ihm von Tony erzählt. Schatz! Du hast mich aus Tonys Erinnerung löschen lassen. Naja, also... Ich hasse Superhelden! Und schwöre ihn ab! Ist echt tragisch. Enthüllung, Mission abgeschlossen, yeah! Ja, das interessiert mich nicht. Oder lasst mich in Ruhe. Ich kann keinen von euch hier wirklich leiden. Okay? Oh ne, ich hab so lustige Cutscene. Die Botschafterin hat heute eine große Rede über Superhelden gehalten. Großartig. Ich bin froh, dass die Botschafterin für Superhelden ist und ich bin glücklich, dass Sie glücklich sind. Ich höre, dass Sie glücklich sind, aber warum spüre ich es nicht? Gute Nacht, Leute. Ich melde mich ab. Bin im Landeanflug. Wer bist du? Schatz? Schatz? Hör zu, Violetta macht da gerade was ganz Komisches durch mit einem Jungen namens Tony. Ich weiß, wie wir ihn kriegen. Tony Ridinger? Tony Ride. Nein, Screenslaver. Ich muss zurück. Ich muss sofort zurück. Sie kommen zurück! Sie kommen zurück! Wir sind gerettet! Wir sind gerettet! Heute Abend schalten wir zu einem ganz besonderen Ferninterview mit Elastigirl. Wie fühlst du dich, Chad? Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Die Ärzte haben mich untersucht. Ich habe keine Erinnerung an das Ereignis. Ich glaube nicht, dass sich jemand Sorgen machen muss. Wir haben heute Abend Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Wo bist du jetzt? Der Screenslaver unterbricht dieses Programm für eine wichtige Ankündigung. Erwischt. Wow.
Wir haben das Queen Flavor erwischt, Leute. Merkt, wie heftig das ist, oder? Warum machen wir das? Ich habe gar keinen Bock, die Story weiterzuspielen. Muss ich das machen? Ich hoffe mal nicht. Ich habe nämlich echt keine Lust. Ich glaube, ich muss es nie machen. Das freut mich. Das freut mich echt unfassbar. So. Edi, geh mal weg. Ich will da nicht hin. Scanner, sind wir hier richtig. Der Screenslaver ist irgendwo da drin. Weißt du, wie wenig mich das interessiert, dass der Screenslaver, die Legende des Herrn, dann drin ist? Achso, das gehört übrigens auch noch, das kenne ich auch noch, aber ich glaube, ich würde dann wirklich behaupten, dass das letzte ist. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ich würde es ja mal einfach mal dreist, wie ich doch bin, behaupten. Die meinten, jemand in meiner medizinischen Verfassung könnte kein Superheld werden. Mein Rücken, meine Nieren. Uah, ich bin ein Wrack. Aber ich habe Entschlossenheit, Mut und diese Säuregeschichte. Also gleicht sich alles aus. Lass uns einfach das Signal aufspüren. Geschichten können wir uns später erzählen. Hey, meine Ohren funktionieren wenigstens noch. Ist vermutlich nur eine Frage der Zeit. Das ist traurig, aber ich gönn's den, weil ich den nicht leiden kann. Ach, jetzt geh doch da hoch, elastiger Kerl. Weißt du, wie eigentlich wie unbeliebt du bist, ne? Ein mieses Stück Kacke bist du. Ich kann die Charaktere nicht wechseln. Leute, ich bin ein Profi. Es ist alles unter Kontrolle. Was? Wer ist hier? Ah, nichts ist mehr unter Kontrolle und ihr dürft euch jetzt alle Sorgen machen. Ja, wir machen uns jetzt alle auch Sorgen. Du Unfähiger. Nee, ich kann das nicht machen. Tut mir jetzt ganz so leid. Mich kotzt es an, dass ich die Sterne nicht krieg. Ich weiß nicht genau, wie ich da hoch. Soll. Oh, so, sehr schön. Aha. Okay, wie komme ich hier hoch? Von der Brücke kann ich springen. Ich kann von der Brücke springen, oder ich gehe hier hoch. Was ist denn los mit dir, ey? Hier ist niemand. Manchen Leuten kann man echt nicht helfen. Easy gecheatet. Okay, ich muss dahin, damit etwas passiert. Das habe ich mitbekommen. Was dann passiert, ist natürlich immer noch fraglich. Aber ich weiß, dass etwas passiert. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal auf diese Autobahnbrücke rauf. Und dazu muss ich dieses Fahrzeug leider beschlagnahmen. Du wirst es niemals zurückkriegen. Ha. So, jetzt nochmal am Ohr gekratzt und jetzt geht's los, Leute. So, Der ist der Typ. Wirst du der Erste sein, der Racing Ralphs Herausforderung gewinnt? Nein. Das ist ein Problem. Was willst du? Hä? Was? Was hast du gemacht, Alter? Was ist los mit dir? Aber Leute, wir dürfen nicht vergessen, wir müssen die Herausforderung von Racing Ralph meistern, sonst haben wir echt ein Problem, ne? Wenn wir die Herausforderung des legendären Racing Ralphs
nicht korrekt abschließen. Er ist vorbei. Sieht ganz schlecht aus, ne? Sieht ganz schlecht aus dann. Ich will mal gucken, was passiert. Hier geht es ja scheinbar raus. Ne? Okay, es ist alles relativ ranzig getrennt. Da steht mein anderes Auto noch. So. Nee, okay, ich wusste jetzt nicht, was das Ding ist. Okay, Leute. Racing Ralph. Es geht los! Scheiße, okay, ich kann nochmal neu machen. Da habe ich irgendwie verklickt. So nah dran und doch so fern. Die Fresse. Leute, Racing Ralph, habt ihr gehört, der hat uns rausgefordert. Und der Matti lässt sich natürlich von Racing Ralph nicht beirren. Das Ganze ist ziemlich leicht. Ziemlich machbar. Aber da hat sich der Racing Ralph Matti verklickert. Aber es kann ja nicht sein, dass sich der Racing Ralph Matti verklickert, wisst. Das ist gefährlich. Ich kenne das doch schon. Ich will mir das nicht angucken. Naja, ich muss es nochmal angucken. Habe ich gar keinen Bock drauf. Aber jetzt geht's los, Leute. Es geht los! Ist denn hier ein anständigen Milchkaffee? Na, scheiße. Ich hab's ja falsch gemacht, ne? So nah dran und doch so fern. Im Club der Verlierer wirst du dich nicht einsam fühlen. Komm jederzeit wieder und versuch's nochmal. Gut, ich muss nochmal. Ich glaube, es ist einfach. Gibt's hier einfach einen ganz einfachen Weg dahin. Würde ich mal vermuten. Hier nur wie ein Bot. Da ist ein. Ein Fluggerät, ein digitales. Okay, sehr schön. Wie komme ich jetzt hier aber hoch, ist die Frage. Ah, es gibt eine Leiter. Das ist gut zu wissen. Dann kann ich das Ganze später nochmal ausprobieren. Ich guck mal, wie fliege ich von hier am besten darüber? Warte mal, ist es klug? Ah, okay, gut. Das Rätsel wurde erfolgreich gelöst, Leute. Jetzt kann ich mir wieder ewig diese Katzen angucken. Habe ich ja gar keinen Bock drauf, aber... So ist es, Leute. Jetzt geht's los, bitte, Racing Ralph. Es geht los! What? Gefühlt habe ich weniger Zeit, kann das sein? Was? Was war denn das? Soll ich doch Auftritt da bekommen? So nah dran und doch so fern. Im Club der Verlierer wirst du dich nicht einsam fühlen. Komm jederzeit wieder und versuch's nochmal. Halt die Fresse, Racing Ralph, Alter. Keiner kann dich leiden. Okay, last try, oder? Diese Katzen kotzt mich halt richtig an. Die würde ich gerne überspringen. Bei uns wäre das ja echt kein Ding, ne? Es geht los! Nein!
Too easy. Das gibt's doch nicht. Na gut. Aber nächstes Mal wird's nicht so leicht. Nee, nächstes Mal wird's auch nicht geben. Hoffe ich zumindest. Wenn wer geht denn bitte freiwillig zu Racing Ralph? Es gibt halt einfach keinen Menschen, der es freiwillig macht. Ich habe weder die Werkzeuge noch die Ausbildung dafür. Warum hast du denn den Job angenommen? Egal. Ich würde sagen, das war diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne den Daumen hoch da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.